Hallo und herzlich willkommen zur 17-teiligen Podcast-Reihe Emotionen und Gefühle mit Christoph Mahr. Wenn du als Therapeut, Coach oder Berater tätig bist oder einfach nur ein Interesse am Menschen und seine Existenz insgesamt hast, dann bist du hier richtig. In diesem 16. Teil geht es um die Dankbarkeit, die eine Emotion und zugleich eine Haltung ist. Dankbarkeit gehört neben Freude, Stolz und Bewunderung zu den sogenannten positiven Emotionen. Dankbarkeit ist ein Gegenmittel bei negativen Gefühlen und ein Schlüssel zu einem glücklicheren und vielleicht auch gesünderen Leben. Sie ist die Anerkennung für all das Schöne und ein Staunen über das unerwartet Freudige, das das Leben für uns bereithält. Dankbarkeit führt uns vor Augen, was im Leben wichtig ist und zieht eine Grenze zu dem, worauf wir verzichten können. Dankbarkeit ist eine Empfindung des Staunens und der Wertschätzung gegenüber den guten, nicht selbstverständlichen Dingen, die uns zuteil werden. Wir empfinden Dankbarkeit gegenüber den verschiedensten Aspekten des Lebens, wie Gesundheit, Frieden, Berufstätigkeit, ein befriedigendes Familienleben, Freundschaften, Partnerschaften, Besitztümer, Annehmlichkeiten, Perspektiven, Zuwendung, Erleben der Natur und den besonders schönen Momenten des Lebens. Wir empfinden sie aber auch gegenüber anderen Menschen, der Existenz, dem Schicksal, dem Göttlichen oder allem zugleich. Dankbarkeit, die für Materielles wie auch Immaterielles empfunden wird, ist nicht nur eine Emotion, sondern auch eine Haltung. So war und ist die Dankbarkeit ein wesentlicher Aspekt in allen großen Weltreligionen. Morgen- und abendländische Traditionen betrachten Dankbarkeit gleichermaßen als eine besonders wertvolle menschliche Haltung und Neigung. Roms berühmtester Redner, der Politiker, Schriftsteller und Philosoph Cicero, bezeichnete Dankbarkeit als größte aller Tugenden. Und für Martin Luther war Dankbarkeit eine zentrale christliche Haltung. Ob Judentum, Christentum oder Islam, ob Buddhismus oder Hinduismus, all diesen Religionen und Weltanschauungen ist Anbetung mit Dankbarkeit gegenüber Gott gemeinsam. Aus der Sicht dieser ideologischen Denkweisen erhält der Dankbare mehr von Gott. Somit lässt sich Dankbarkeit auch als eine universelle religiöse Haltung verstehen. Im Bereich der Psychologie hat die Erforschung der Dankbarkeit mit all ihren positiven Auswirkungen auf das Wohlbefinden eines Menschen erst in jüngerer Zeit begonnen. Das von dem amerikanischen Psychologen Martin Seligman begründete Forschungsprogramm der positiven Psychologie erhebt neben Glück, Optimismus, Geborgenheit, Vertrauen und Solidarität auch die Dankbarkeit zum Forschungsgegenstand. Untersuchungen konnten vielfach belegen, dass das Empfinden von Dankbarkeit umfassende positive Begleiteffekte hat, sodass sie bei jeder Form von Psychotherapie berücksichtigt werden sollte. Dankbarkeit ist ein effektives Gegenmittel bei vermeintlich negativen Emotionen wie Neid, Eifersucht, Schuld, sowie bei Feindseligkeit, Groll und Sorge. Dankbarkeit führt zu mehr Empathie und Hilfsbereitschaft und steht in einem engen Zusammenhang mit dem Wohlbefinden eines Menschen. Dankbare Menschen sind weniger niedergeschlagen und zufriedener mit sich und ihren Beziehungen. Sie können positive Erfahrungen mehr genießen und besser mit Belastungen umgehen. Dankbare Menschen verfügen oftmals über mehr Selbstwertgefühl und bessere Bewältigungsstrategien, sind glücklicher, weniger depressiv und leiden seltener unter Stress. Dadurch fühlen sie sich subjektiv besser als die weniger Dankbaren. Dankbarkeit führt also zu mehr Lebenszufriedenheit, unterstützt die Sinnfindung und wirkt sich positiv auf die psychische und körperliche Gesundheit aus.
Dankbarkeit ist eine Emotion, die Menschen zum Aufblühen bringen kann. Dankbarkeit hat bezüglich ihrer Intensität graduelle Unterschiede. Diese reichen von einem eilig und nebenher gesagten Danke über ein kleines und echtes Dankeschön bis zum tiefen Erfülltsein von Dankbarkeit. Eine emotionale Intensität, welche sich nur schwerlich in Worte fassen lässt. Unabhängig davon, wem oder was gegenüber Dankbarkeit empfunden wird, sind die Auswirkungen auf das menschliche System äußerst positiv. Dankbar zu sein ist ein sehr wertvolles Gefühl und zugleich eine Haltung, welche maßgeblich dazu beiträgt, unsere inneren Kräfte und Potenziale, mit anderen Worten, unsere Ressourcen zu aktivieren. Hören wir den amerikanischen Psychologen Martin Seligmann. Haben Sie erst einmal herausgefunden, dass positive Gefühle sehr nützlich sein können, dann ist es wesentlich, dass Sie innehalten und Ihre Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass den Menschen oft nicht klar ist, dass sie eine solche Kraft in sich tragen. In ihnen wohnt die Kraft herauszufinden, was sie inspiriert, was sie zum Lachen bringt oder was ihnen Hoffnung gibt. Dankbarkeit ist eine Qualität, die auch durch Handlungen ausgedrückt werden kann. So sind die Dankbarkeitsübungen, welche im Rahmen verschiedener Dankbarkeitsstudien durchgeführt wurden und letztlich dazu führten, den hohen positiven Wert der Dankbarkeit empirisch zu belegen, heutzutage eine wichtige therapeutische Interventionsmöglichkeit. So schlägt Seligmann beispielsweise den Dankesbesuch vor. Eine Aufgabe, bei der wir einem Menschen, der uns etwas Gutes getan oder gesagt und unser Leben zum Besseren verändert hat, einen Dankesbrief schreiben und diesen persönlich überbringen. Als eine weitere Übung schlägt er vor, ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, indem wir in einem täglichen Abendritual einen positiv geprägten Tagesrückblick notieren. Wenn Sie jeden Abend drei Dinge aufschreiben, für die Sie dankbar sind, dann profitieren Sie gleich zweimal davon. Zum einen richten Sie Ihre Wahrnehmung schon tagsüber auf positive Erlebnisse aus. Zum anderen erinnern Sie sich abends noch einmal daran, wenn Sie beim Aufschreiben die positiven Erlebnisse erneut in Ihr Gedächtnis rufen. Um einem möglichen Druck entgegenzuwirken, ist es zunächst ausreichend, diese Übung an einem ausgesuchten Tag einmal pro Woche durchzuführen. Eine weitere Möglichkeit, die uns dabei unterstützen kann, die Dankbarkeit zu einem regelmäßigen Begleiter in unserem Leben zu machen, sind Erinnerungsobjekte. Beispielsweise könnten Sie sich einen schönen Stein aussuchen, einen sogenannten Dankbarkeitsstein, der idealerweise von seiner Größe her problemlos in die Hosentasche oder Handtasche passt. Jedes Mal, wenn er Ihnen in die Hand fällt, kann er Sie daran erinnern, ganz allgemein oder für irgendetwas Bestimmtes dankbar zu sein. Ein Mensch, der dankbar ist, wird auf Dauer mehr Gutes in sein Leben ziehen. Die Weichen für das Ausmaß, in dem wir Dankbarkeit empfinden, werden in der Kindheit gestellt. Ebenso werden in dieser Zeit die Begebenheiten, die Dankbarkeit auslösen, verankert. Hier, wie generell beim Umgang mit unseren Emotionen, kommt den Erwachsenen unserer Kindheit eine entscheidende Vorbildfunktion zu. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und positiv bewertet. In der nächsten Folge geht es um die Frage: Und was ist mit der Liebe? Weiterführende Informationen von mir und meiner Arbeit findet ihr auf www.institut-christoph-mar.de.